begrüßt euch zu einem neuen Video von Valheim. Diesmal ein bisschen anderes Video. Und zwar will ich heute über das Update reden, was kommen wird für Valheim. Und zwar lege ich direkt gleich mal los. Das neue Update heißt Heart and Home und soll im dritten Quartal erscheinen, 1. Juli bis 30. September. Was steckt drin? Der Inhalt richtet sich an Spieler, die das Bausystem nutzen. Es kommen neue Bauteile für Dächer und Fenster aus Dunkelholz, Darkwood, zum Beispiel Fensterluken, Erweiterungen für die Kochstation, Gewürzregal, Schlachttisch, Töpfe und Pfannen, Zwiebeln zum Anbauen. Es kommen Nahrungsmittel und Rezepte, zum Beispiel Augensahne, Schokolade, Smoothie und verschiedene Wolfsfleischsorten. Ein überarbeitetes System der Ausdauer und Lebenspunkte, was mehr Wert auf Stärkung von Gesundheit und Ausdauer legt. Auch nach dem Update sind große Inhalte bekannt, deren Release noch nicht bekannt sind. Zum Beispiel 3 neue Biome, die man jetzt schon besichtigen kann. Das nächste Biom ist die Nebellande. Ein düsterer Wald, wo es den ganzen Tag Nacht ist, sprich man hat den Kälte-Debuff stets dabei. Nebellande ist ein Biom mit riesigen Bäumen, Wurzeln, Spinnennetzen und Riesenschädeln, was wiederum auf mögliche Gegner andeutet. Noch ist nicht ganz klar, was im Biom Nebellande erscheinen wird. Jedoch wird es einen neuen Boss geben. Man vermutet, dass Riesenspinnen in dem Wald ihr Unwesen treiben werden und eventuell sogar der Boss eine Riesenspinne sein wird. Habt ihr noch Ideen, was kommen könnte oder eventuell Ergänzungen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hau an der Stelle ab und wünsche einen angenehmen Tag. Ciao.